das war Soul Train. Einer meiner Lieblingslevel hat eine Schnittwunde hinterlassen in mir. Yves Kraftwerk. Hier das Passwort, schreibt es euch auf. LFB. LF2. Und ich bin Pandi. Das ist das Passwort. Pandi in einer pandischen Welt. Oh, Lick the Toad. Lick the Toad. Das ist wirklich der pandischste Level, oder? Ja. Ich meine, der vorher war schon, aber der wird wirklich nur, alles. Wow. Da sagt der Sankt Peter in mir Juhu und der sagt nie Juhu. Pandi im pandischsten Level. Pandi im pandischsten Level. Am 24. Januar im Kino. Das ist die pandischste. In China. Oh. Die Pandi Ronciarde. Wie soll ich so wenig leben? Was hast du gemacht? Die ziehen viel ab, die Gegner. Der hat mir so viel abgezogen. Ja. Das glaubst du wohl selbst, nicht? Doch. Komm, meine Stange, triff ihn. Aber ich habe es doch gerade mit eigenen Augen gesehen. Oh, Stange, du hast versagt. Stange, du hast versagt. Oh, Zauberalarm. Zauberalarm. Das hat so eine lustige Show gegeben. Wow. Zauberalarm. Oh. Wie das episch ist, wenn er so eine Stange wirft. Oh. Wow! Zwei Zauberer. Da fällt mir jetzt wieder was ein. Es gibt ja dieses lustige Video, es könnte sich um Eisen handeln. Ja, wer das nicht kennt, kann das mal auf YouTube eingeben. Erwähnt. Sehr lustig. Aber es gibt ja so viele Videos. Es gibt ja so viele Videos auf YouTube. Und es gibt auch jetzt so... Schau, jetzt komme ich erst in die Let's Play-Stimmung. Und jetzt ist der Stream dann schon wieder halb vorbei. Egal. Auf jeden Fall, es gibt auf YouTube... so ein Video, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es heißt irgendwie, da gibt es drei Teile davon. Das heißt irgendwie so Keeling, Rückkehr zum Wiesensee oder so. So heißt die zweite Episode. Und es ist halt so eine Parodie auf so eine Doku-Serie, auf so eine Natur-Doku-Serie. Das ist so lustig. Ich habe noch nie so eine lustige... Ich glaube, das ist das lustigste YouTube-Video, was ich in den letzten paar Jahren gesehen habe. Das muss ich mir auch anschauen. Boah, jetzt habe ich. Ich werde es dann in der YouTube-Version, also wenn ihr jetzt gerade auf YouTube schaut, könnt ihr es wahrscheinlich in der Beschreibung sehen. Wenn nicht, tja, dann müsst ihr abwarten. Aber schau, wie gut ich bin als Pandi. Ich finde es ja urcool, dass man jetzt Custom Thumbnails machen kann auf YouTube. Und ich habe das Ich glaube, du musst ja echt gar nicht töten. Aber gut, dass du es getan hast. Ich brauche keine Leben. Es ist immer gut, Zauberer umzubringen, weil sie sind böse. Gott mag sie nicht. Nein, jetzt kommt das. Die Elefantschlangenhybrid. Die Elefantschlangenhybrid. Bleib hängen. Nein, Pandi, bleib hängen! Verdammt. So, jetzt muss ich sie abwarten. Du dummer Idiot. Jetzt, Achtung. Entschuldigung. Jetzt geht's wieder. Entschuldigung, das war nicht echt gemeint. Das war nicht echt gemeint. Bleib hängen, Pandi, bleib Entschuldigung. Hängen. Entschuldigung. Wo ist sie? Kann ich jetzt schon rennen? Ja, du kannst immer rennen. Okay, bleib hängen, Pandi. Monty on was the run. Was ist das? Monty on the run. Aber was ist das? Ist das ein Dinosaurier? Ich habe immer gedacht... Früher als Kind habe ich gedacht, das ist ein Elefant, weil das hat Stoßzähne. Aber der Kopf schaut irgendwie aus wie eine Schlange. Oh, jetzt wird. Jetzt wird Pandi echt. Pandi. Das ist. Got real. Wow. 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 Das macht einen, wie sagt man zu diesen Sachen, wenn man so. Psychedelische Freudentat. Psychedelische Freudentat. Das ist eine psychedelische Freudentat. Und Matke hat irgendwie geschrieben, dass er das. Das Video, Kenne ich leider nicht. Jetzt halb auf den Videolink. Das ist wirklich extrem lustig. Uhu. Und das war das Pannischte von Pandi. Jetzt geht alles bergab. Oh nein, jetzt kommt das. Das ist, wie Pandi aber nach vorne schaut. Und auf das sind Mushrooms mit Stacheln drauf. Mushrooms mit Stacheln drauf. Nein, ach, das war falsch. Da auf der Seite könnte da kommen solche Tentakeln raus. Das ist natürlich grauslich. Da kommen solche Tentakeln raus, die aber in der europäischen Version als Wurzeln gedeckt wurden. Spring. Spring, weil du springen kannst. Schau, wir müssen wieder... Ja, ich weiß. Nein! Wow, ich hab's geschafft. Wir müssen jetzt wieder in die Let's Play-Stimmung kommen. Ein halbes Jahr keine Let's Plays, da muss man erstmal wieder reinkommen. Aber ich bin gerade auf gutem Wege, kann ich euch sagen. Ich hab's geschafft. Bravissimo grande. Oh, jetzt kommt jetzt schon. Wer kennt Grandia? Schönes RPG-Spiel. Mhm. RPG. Es gibt so eine urlustige Werbung jetzt auf YouTube von so einem RPG-Zombie-Shooter-Hybrid. Das ist schon tausendmal jetzt. Und das ist komischerweise auf Japanisch. Die Schrift und die Stimme. Und so eine epische Musik. Und er spricht so einer traurigen japanischen Stimme. Und
was dann aber passiert, ist, wenn die Werbung aus ist, dann ist irgend so halt das Logo von der Entwicklerfirma. Soll ich oben oder unten? Nein, geh unten lang, das ist viel cooler. Ah ja, da ist das. Und das sagen die so brutal und epische Musik. Und am Schluss so bnb.com mit so einer süßen Achtung. Stimme. Ich finde das so cool. Wie die müssen schon so kurz kommen. Das ist auch so ein Gimmick in Jump'n'Runs. Man sieht so kurz. Ja, stimmt. Bei Crash ist es manchmal das so. Feuer macht das so. Ich finde es aber irgendwie. Schon wie ich das als Kind gespielt habe, habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Jetzt kommt's. Aber jetzt. Das Rennen. Pandi gegen die Biene. Catch me! Man muss jetzt ein Rennen gegen die Biene machen. Los geht's! Oh oh, ich habe vergessen, dass ich unendlich Leben habe. Das habe ich immer nur mit unendlich Leben gespielt, als ich klein war. Das ist eigentlich nicht so schwer. Aber du, da weiß ich nicht, ob du das schaffst. Ich höre, jetzt fliegt schon die Biene. Jetzt musst du nach rechts gleich schnell. Ich weiß. Ich kenne mich. Und das ist eigentlich, das ist urnervig. Entweder man schafft es gleich oder man braucht Stunden. Du hast es gleich geschafft. Was heißt, ich habe es gleich geschafft? Durch den Schneckenmund. Das sind die Flash-Uhren. Ja, also da kann man jetzt nicht mehr wirklich normal über das Spiel reden. Da kann man nicht mehr normal denken, wenn man sowas macht. Das ist eigentlich eine Schnecke, ich sag's gleich. Ja. Spoiler, also nicht schrecken. Spoiler, nicht schrecken, dann also, vorne. Also, und die hat das könnt so euch schon mal grausen und klatscht. Nein! Wow, da ist die Schnecke. Und die Hände sagen mir so, nach oben. Komm, mach auf. So hab ich jedenfalls immer verstanden. Nach oben. Komm, spring schnell. Nein! aber der Witz daran ist eigentlich irgendwie, dass die Biene immer schneller ist. Aber manchmal... aber wenn du schnell genug bist, dann stirbt sie trotzdem. Ja, die Biene ist dann immer schon beim Ziel. Ich weiß, das ist komisch, aber es ist so. Es gibt auch bei Legend of Zelda Ocarina of Time diesen Running Man, oder? Ich habe das nie gespielt, aber auch mal ein Spiel, was ich gerne mal spielen will, weil es sagen ja eigentlich alle, dass das beste Spiel aller Zeiten ist, oder? Nein, das sagen. Aber das Legend of Zelda Spiel, was ich am meisten spielen will, ist Link's Awakening. Weil das scheint sehr interessant zu sein. Wow, nein, Pandi, komm! Die Schnecke! Ach, komm, wie komme ich da jetzt rauf? Bitte? Ja, ich bin Pandi, ich kann nicht springen. Du kannst dich aber anhalten. Okay. Klatsch. Klatsch. Klatsch ein, du Schnecke. Kappa, wow. Erhände. Ja, kennst du diesen lustigen, ich glaube, niederländischen oder so, ich weiß nicht, YouTube-Hit, Karamelltanzen? Sehr gut. Immer dasselbe. Sehr gut, Pandi. Catch me. Jetzt bin ich hier schon überlegen. Jetzt habe ich mich erschrocken. Du hast mich erschreckt? Ja, das habe ich. Ja. Und springen. Und ducken. Ich habe vor kurzem eine Creepypasta gelesen. Und springen, anhalten, rutschen. Und Kendall ducken. Cove. Ach, Mist. Und das ist es. Ich habe schon viele Leute haben mir gesagt, das ist die beste Creepypasta. Lies das nicht. Das lies ist das, cool, das ist die beste Creepypasta. Ich habe gedacht, okay, dann muss es gut sein. Und ich habe es gelesen. Es ist die dümmste Creepypasta, die ich je gelesen habe. Ben ist realistischer. Weil, ach komm, spring. Da geht es eigentlich nur darum, dass sich drei Erwachsene an eine Kinderserie erinnern, die sie in ihrer Kindheit geschaut haben. Was? Dass sich drei Erwachsene an eine Kinderserie erinnern, die sie in ihrer Kindheit geschaut haben. Und hier heißt Kendall Cove. Aber ansonsten erinnert sich irgendwie fast niemand dran. Und da geht es um so einen Piraten und der heißt Percy Pirate oder sowas. Brav, du Hand. Ja, so wirst du das Rennen schaffen. Da ist die Biene. Und so einen komischen Assistenten. Aber war ich schneller?